Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Runde Sterbesimulator bei 7 Days to Die Crystal Hell. Mit unseren super panischen Zeitdruckvorbereitungen haben wir gerade eine grüne Wanderhorde. Oh Gott. Die uns gerade das Leben zur Hölle macht. Ja, und ich gerade an deine Tasche gegangen bin. Ich habe meine Tasche aber gerade bekommen, alles gut. Das mit den Vorbereitungen hat nicht so rund geklappt. Ich würde doch mal sagen, Striker, Rückzug. Einmal in das, was ich da vorbereitet habe, und hoffen, dass es irgendwie was taugt. Oh Gott. Nee. Ich habe alles mit dem, nachdem du gesagt hast, Rückzug, habe ich das Schädeltrauma kassiert, Schürfwunde, gebrochenes Bein. Also das war nicht so geil. Das war der Tod himself. Ich mach die Tür jetzt einfach erstmal ganz dicht. So, sie kommen oben durch. Ey, das Konzept funktioniert schon mal, oder? Das warst du, ne? Ich habe gerade die Tür zugemacht. Oh mein Gott. Grundsätzlich funktioniert der Plan hier. Wir müssen halt nur nebenbei unsere Klappen mal wieder reparieren. Und ich muss irgendwie nach oben kommen. Ja, an den Gegnern da vorbei, würde ich sagen, hä? Sind doch nur zwei. Oh, die erste Klappe ist weg, weil ich kann nicht reparieren und draufschlagen. Das funktioniert nicht. Ja, Nummer 3 kommt halt hinterher gerade. Out of Stamina! Wow! Cool! Am besten fallt ihr ein bisschen außerhalb des Hauses. Okay, diese grüne Wanderhorde ist jetzt das Problem, was ich sehe, weshalb wir das mit dem Buch komplett vergessen werden können. Vorher war ich noch relativ zuversichtlich, aber es ist einfach nicht sehr hilfreich, wenn ihr einen riesen Haufen grüner Leute innerhalb des Hauses hockt. Ich könnte mal kurz die versuchen. Es kommen auch während des Blutmonds grüne Zombies. Vergiss es. Ich stehe draußen und bin umzingelt, also. So, ich versuche mein Glück jetzt hier. Blutmond ist zwar geil, aber ehrlich, bei der Mod kannst du ja auch einen Blutmond abschalten. So, ich habe mich jetzt an die Stelle gesetzt. Ich gebe mir einen Adrenalinschuss. Die Gegner habe ich nämlich raus aus dem Haus gelockt. Das ist schon mal gut. Ja. Ein Janitor ist irgendwo zwischen der Mauer, also. Oh Gott, sie kommen. Deinen Plan kannst du vergessen. Oh, sie schlagen irgendwo gegen, oder? Die sind in der Zwischenmauer. Ah, okay, sie kommen aber gerade. Oh mein Gott, den Plan kann ich sowieso vergessen. Diese kleinen Zombies können einfach drüber hüpfen. Wuhu! Mit anderen Worten, wir werden jetzt hier so lange doof rumrennen, bis ich sterbe. Scheiße! Ja, komm mal her. Oh. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber Blutmond. Bei Vanilla hört er auf, wenn wir beide sterben und nicht respawnen. Die schlagen gegen unsere Tür. Das ist okay. Geben denen das gerade echt nicht übel. Aber es sind schwache Grüne. Das Problem ist tatsächlich bei der Logik, dass es kleine Grüne sind. Die lassen sich von meiner Konstruktion nicht aufhalten. Das heißt, ich bleib jetzt tot, oder? Ja. Außer du hast vor, dich zum Massensterben hier zu geben. Ich versuche so lange durchzuziehen, bis ich tot bin. Also den nächsten Blutmond, wir müssen irgendwas vorbereiten. Wir brauchen Elektrik und irgendwie so einen Spaß.
Ehrlicherweise lebe ich noch. Nein! Ich hätte jetzt nichts gegen ein Sturmgewehr mit gefühlt und endlich Schuss. Das würde helfen. Ja. Dann würde doch... Nimm doch lieber eine Schrotflinte. Die macht so wenig Schaden. Ich habe gerade doch überhaupt gar keinen Bock auf Schrotflinte. Okay. Ich habe noch 30 HP. Was willst du dann mit einem Sturmgewehr mit unendlich Schuss? Die da sie öfter trifft, habe ich eine höhere Chance, dass die Köpfe wegplatzen. Ah, du hast ja eine prozentuale Chance pro Treffer, dass die Sachen wegplatzen. Und beim MG ist sie deutlich höher als bei der Schrotflinte, weil du einfach viel öfter triffst. Okay, aber ich kann sie mit dem Graben echt austricksen. Toll. Okay. 8 HP? 9 HP? Okay, ich regeneriere. Ja, cool. Ach. Wuhu. Ja, Leute, das war Blutmond Nummer 1. Die Folge ist wie lang? 6 Minuten 30. Es war mir ein Vergnügen, ne? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, oder wie machen wir das jetzt? Oh Gott. Alter. Also. Ja? Ich hätte es doch fast gesagt, schmeiß die Folge weg und erklär, dass am nächsten Tag was draus geworden ist. Ja, aber ich glaube, so haben die Leute mehr davon. Oh, ich drücke jetzt noch nicht auf Respawn. Wir warten einen kleinen Moment. Ich höre auch noch eine Menge Gegner. Ah, die Blutmondmusik ist vorbei. Ich warte darauf, dass du sagst, dass wir loslegen können. Sagen wir mal so, du entscheidest, was weitergeht. Boah. Wie lange dauert die Nacht in dem Sinne? Achso, du willst die ganze Nacht abwarten. Warte mal. 60 Minuten für den ganzen Tag. Der Blutmond ist ein Viertel davon. 15 Minuten. Aua. Das heißt, wir müssten jetzt noch 8 Minuten warten. Ja gut. Ich guck's mir einfach mal an, was passiert. Und danach würde ich mich zum Warten bereit erklären. Wo ist denn meine Tasche da? Ich glaube, der Blutmond an sich ist tatsächlich gerade vorbei. Die Gegner haben... Es sind noch welche da, aber die haben keinen direkten Fokus auf mich. Greif sie mal an, vielleicht kommt dann hier Blutmondmusik. Ja, also Blutmondmusik habe ich gerade tatsächlich sogar. Sind wirklich noch die verbleibenden Gegner da? Ich schau mal. Achso, mein Hammer ist kaputt. Ich repariere mal. So, ein Gegner hat Bock auf mich. Jo, zack, spawnen wieder alle. Das heißt, sobald lange du die Gegner in Ruhe lässt, ist alles gut. So nicht. Und das kriegen wir schon Demolisher beim ersten Blutmond. Na toll. Cool, ne? Ja. Ich hab's gehört. Das war eine ganz blöde Entscheidung, nachzuspawnen. Der hat mich angeknurrt. Habe ich gedacht, dass nicht sowieso da es ein Deathbild ist, war ja eh schon in der Beschreibung allgemein. Es ist ein bisschen unbalanced. Ein kleines bisschen. Ich finde es ja auch interessant, dass, okay, dass die Mod, dass durch die Mod ja eh schon ein, dass die ein Downscaling gekriegt haben, die Zombies. Und trotzdem so stark sind. Gut, dann würde ich mal sagen, wir warten die Nacht ab. Das heißt, ich warte mal kurz. Noch ein paar Minütchen ab. Ich drücke für euch aber einmal Pause bei der Aufnahme. So.
Es ist eine Menge Zeit vergangen, ohne dass irgendwas passiert ist. Der Striker hat gerade die Uhr ein bisschen im Blick und ich würde mal sagen, wir gesellen uns mal dazu. Es ist gleich wieder 4 Uhr morgens. Also, wenn ein Blutmond mal richtig bescheiden lief, dann ist das wohl dieser hier. Ich glaube, so schlecht lief es bei mir noch nie mit einem Blutmond. Also, das gesamte Feindkonzept muss gemacht werden anders. Oder wir müssen stärker werden. Keine Ahnung, uns fehlt so an so vielen Ecken und Endkanten fehlt uns das was. Ich würde auch sagen, dass wir nach dieser Folge tatsächlich unsere Tageszeiten ein bisschen hochschrauben, damit wir etwas mehr Zeit haben, uns vorzubereiten. Auf der anderen Seite ist natürlich der Blutmond dadurch länger, aber das ist es mir wert. Ich fühle mich nämlich absolut, nicht vorbereitet, stimmt nicht. Wir haben schon einiges erreicht. Ist halt nur nicht so geil, was passiert ist. Oh, da liegen Lootsäcke, die nehme ich mir gleich nochmal mit. Wie weit bist du denn bitte weggelaufen, Alter? Ah, hier in den Graben. Zur Nachbarfarm. Oh, ein bisschen Essen und hier? Nett. Ein Strahlenschutzanzug, ja danke. Wow. Ich habe mich hier auf dem Dach verkrochen. Und, so. Oh, Waffentasche. Wow. Und dann bin ich hier wie die Leiter hochgeklettert. Da haben sie auch alles kaputt gespielt. Das war so, ja, lief nicht so geil. Aber entsprechend würde ich mal fast sagen, dass wir irgendwie, weiß nicht, spontan Bock direkt wieder was Sinnvolles zu machen. Eine deiner Quests zum Beispiel. Du hast ja noch eine Quest, ne? Ja, ich habe noch eine Quest. Bowie Supplies. Ausgraben. Ach, das ist ja entspannt. Ich schau mal, ob ich auch eine kriege. Weil ich schätze mal, allein sobald wir die Möglichkeit haben, mit Yen zu handeln, wird es uns, glaube ich, schon besser ergehen. Hoffe ich. Weil wir dann so ein bisschen Kleinkram halt ranschaffen können. Bowie Supplies. Süden ist schlecht. Westen. Westen ist okay, ne? Nordwesten, wenn... Ja, Westen, Nordwesten, so. Die teile ich mal. So, 400 Meter. Perfekt, dein ist näher dran und fast genau auf derselben Stelle. Oh, sehr schön. Dann nehmen wir doch meine. Digga. Geil, 2 Quests, die wir jetzt total easy schaffen werden, oder? Oh Gott, hast du deinen süßen Freund. Es ist deprimierend, wenn ich jetzt über meine Waffe überlebe. Habe ich den gerade deleted, Alter? Oder hast du den erschossen? Nee, ich glaube, du hast ihn einfach gelöscht. Weil er war ja weg. Kannst du das auch das nächste Mal mit lebenden großen grünen Armeen machen? Sie einfach löschen? Ich würde es gerne, kann ich nur leider nicht. Oh, hier vor uns ist noch ein Kristall, um den wir uns kümmern können. Also den Blutmond, wie gesagt, den haben wir einfach gerockt. Ja. So gut, Alter. Ja, war schon ziemlich angeglitscht. Ich glaube, wir hatten schon mal versucht mit dem. Wow. Was gab's? Nichts. Ein Small Forest Ding. Wow, das ist ja jetzt nicht so geil. Repair. Da ist ja noch ein Kristall. Oh, sehr schön. Alles voll mit Eisen hier. Ja, du machst mal mit deinem Bogen. Sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst, ne? Du bist auch tot. Ach so. Ja, gut. Mama. Ich verprügle euch.
So, ich komme zu dir. Alles gut. Der Kopf ist geplatzt. Wie geil, dass das wirklich, dass die beiden Gruppen in der gleichen Richtung sind, einfach. Ah! Kommst du? Lass mir noch kurz meine Bäumchen hier platzieren. Ach, du setzt dich hier direkt neu. Lady, dann kriegst du nochmal einen Schlag ins Gesicht. Hat wehgetan, ne? Gut. Demolisher! Wo? Kannst du mit dem Gewehr einmal ein Pünktchen machen? Der hat 168 live. Sehr schön! Kurz Prozess. Kümmer mich. Hab's. Essen, trinken und die Dose. Digga. Ist da schon wieder ein Demo bei? Ja, ist er. Wow. Stufe 1 Quest. Cool. Hey, weißt du, was noch cooler ist? Na? Es sind zwei Demos! Oh, ich sehe den da hinten. Cool. Coole Nummer. Digga, Zombie, stirb doch einfach mal. Danke. Oh, der Demo ist tot. Oh, ist hier noch was? Oh Gott. Wir haben doch nur kurz was ausgegraben. Aha. Oh, wo bist du? Brauchst du Hilfe? Ja, die grüne Kackbratze muss nur weg. Dann können wir also nicht der Demo, Kackbratze, sondern... Hab sie dir abgenommen. Oh, jetzt komme ich mit zum Demo. Okay. Auf zur nächsten Kiste, wo wir von Demos überrannt werden. Scheiße. Ah. Weiß nicht, habe ich schon mal erwähnt, dass die Mod mich ein bisschen fertig macht? Weiß ich nicht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich lieber die Quest eher abgeben würde, bevor wir... ich verstehe den Gedankengang, aber... Weiß ich nicht. Leben am Limit.
Die sind so nah beieinander, ja, also können wir danach nochmal zwei Kristalle abbauen. Ganz genau, vorher sind hier noch verdammt nochmal zwei Kristalle in der Nähe. Ne? Oh, warte, hier ist auch... Oh, komm, lass uns mit den Kristallen anfangen. Ach du Scheiße. Oder ist mir egal, willst du anfangen mit Kristall oder Graben? Ist mir egal. Graben, weil ich jetzt gerade den Punkt ausgelöst habe. Und der Punkt nicht da ist, perfekt. Also für mich ist er da. Hier. Ich kann nichts machen. Wow. Ja, so geht das halt auch mal andersrum. Gut. Dann haben wir Kristalle, würde ich sagen. Was für eine Verarsche. Das war also, du könntest mal gucken, ob du einfach neu connecten kannst. Ich hab schon rejected. Okay. Kristalle schlagen. Alter, das sind sogar zwei nebeneinander. Ja, jetzt gesagt haben wir drei in der direkten Umgebung. Dann YOLO, Alter. Soll ich hier noch mehr? Okay, wo bist du? Ich sehe einfach die meinte. Links. Ich dumm. Da. Boah, streng genommen können wir vor denen ja wegrennen. Wenn wir keinen Malus kriegen, ja. Unspektakulär. Erstmal aus Story covern, bevor wir ihn abbauen. Okay. Besseres Sichtfeld und so. Okay. Okay. Hast du Materialien zum Reparieren? Ja. Oh, erzähl. Ab. Alles gut. Ich bin ready. Okay, yo. Okay. Lass mich wieder laufen, dann bin ich zufrieden. Wieder aber mit 1000 Life die Viecher, ne? Ja, es sind ja die Holzfäller, was erwartest du? Weißt du, jetzt hätte ich gern mal die zugeschissenen Mods, die wir immer wegschmeißen, weil keiner mit Pfeil und Bogen spielt. Oh, wir können. Warte mal, ich hab. Hier! Hab ich ganz vergessen. Hab ich aus einem der Suchdecke bekommen. Willst du mich verarschen? Entschuldigung! Danke! Es ist so unlogisch, dass jemand mit Pfeil und Bogen spielt. Ich hab das komplett ausgeblendet. Jetzt so, wo du fragst, klar, haben wir doch. Boah, laut Mod-Beschreibung können wir große Schätze bekommen, wenn wir das tun. Hat schon jemand einen großen Schatz bekommen? Small? Nee, small und large. Medium. Ich hab einen Large. Und das ist irgendwie genauso wie alle anderen, nur minimal cooler. Wow. Auf zum nächsten Kristall. Geil. Wir sind richtige Kristallhasser. Also. Bleib da steht. Nee, ich war. Ich weiß nicht, ob der jetzt wegen dir weggelaufen ist, aber. Auf jeden Fall war dieses Auto schon gelootet hier. Ist okay. Wir sind am Start. Da habe ich die Zweier. Da habe ich die Zweier Steinschaufel her. Wir sind hier direkt am Spawn. Von mir. Hab kein Problem, dass das immer mehr werden, aber... Ich schlag gerade in Zeitlupe vor. Ah, geht doch.
Ja, wegen dem Malus. Es wird wirklich immer mehr. Ja, aber das ist wieder der Punkt, das nervt mich ein bisschen gerade, dass die Waffe nicht weiter levelt. Das wären so schön geschenkte Waffen-EP. Kannst du aus Langeweile eine andere Klasse anfangen? Da hatte ich irgendwie drin, dass ich damit quasi die anderen Sachen resette? Ja, nur wenn du die Klasse freischalten solltest. Oh. Und ohne Marksman. Speer! Auch Pistole, habe ich hier keine Munition dabei? Doch, komm, ich kann Pistole leveln. Ich glaube, du darfst es nur nicht auf. Entweder erstandst du darfst die Klasse nicht oder du darfst es nicht auf 50 bringen. Hey! Hab ja gerade auf den Kopf geschossen! Ich auch! So. Der Kristall ist noch nicht abgebaut und danach würde ich am Bayern vielleicht zur Sicherheit die Quest doch mal abgeben, nicht dass gleich nochmal doppelt so viele werden. So viel dazu. Halt doch den Rand, Alter. Wohl, das geht ja hier sogar noch. Oder? Ach, keine Ahnung. Ich muss meinen Hammer auf jeden Fall mal reparieren. Ich schieß auf die in der Mitte und treff die Mutter da hinten. Ey, immerhin hast du was getroffen, oder? Schon klar. Verpiss dich, Holzfäller. Der Große mit dem Hammer kommt gleich. Ja. Ich hab noch eine Krankenschwester vor mir und dann passt das. Die Pfeile könnten offensichtlich ja irgendwie liegen, Hey, nicht die Mama, die ich angeschossen habe! Mein Gott! Ja? Sonst treffe ich die gleich nicht. Jetzt treffe ich die Dame nicht. Eieiei, ey. Das machst du nicht mehr, der Kopf ist weg. Ist abgefallen. Hab ich auch ganz sicher nichts mit zu tun gehabt. So, ich wollte Quest abgeben, verdammt. Junge, Junge, Junge. Bogen Level 51. Ich craft mir mal einen 5er. Ah, ist okay. 51? Du kannst den Scheiß auf über 50 leveln? Hä? Du sagst doch gerade Bogen Level 51. Auf Level 50! 5, Mann! Oh. Ich könnte schwören, du hast 51 gesagt. Mann, gut, dass es aufgenommen ist. Ihr könnt mir ja mitteilen, was er gesagt hat. Ah. So. Oh Gott. Ich wünsche mir, dass diese Quest jetzt der ausschlaggebende Punkt ist, um mit ihr Handel treiben zu dürfen. Ich würde meinen Hinweis verwenden. Wir haben ja in diesem MISC-Bereich haben wir ja dieses Questing. Wahrscheinlich können wir dann erst mit ihr handeln. Oh, warte mal. MISC, da. Steht nichts dran geschrieben. Questing Mastery. Ah ja. Ja. Okay. Ich finde, das ist ein guter Einwand. Vielleicht kriegen wir das hier von allein, sobald wir die Quest machen. Weil es jetzt die letzte ist, die wir brauchen. So die Hoffnung, um das nochmal in den Raum zu werfen. Ja. Oh, ein Zombie. Hey, Lady. Ich hätte so gern Schrotflinten-Munition und du gern 762er. Hätte einfach nur ein besseres Gewehr. Dann würden mir die 12 Schuss, die ich habe, noch vollkommen reichen, ne? Aber die Pipe, ja gut, die Pipe-Dinger taugen halt nicht. Sind halt auch nur für den Anfang gedacht. Ja, also richtig scheiße. Ich war noch ein großer Fan von dieser Pipe-Shotgun, aber so unglücklich, hätte ich nicht gedacht, so ist es. Wer ist denn dieser gute Forstwirtschaftler, ey, der die Bäume hier fast in Reihe und Glied platziert? Keine Ahnung. Ist bestimmt ein Verrückter, der sich noch um den Wald kümmert, wenn eine Zombie-Apokalypse losgebrochen ist.
Das kann kein normaler Mensch sein. Er nimmt schon Türen, Alter. Ich! Don't zum Beispiel. Here's your pay for a job well done. Oh, First Aid Kit, die nehme ich. Südosten, Clear Zombies, Clear Zombies, Clear Zombies, Boss. Südosten, Osten. Südosten war auch noch in Ordnung. Ja, ich habe jetzt noch 240 Meter, mal kurz was aus dem Haus abholen. Das finde ich gar nicht mal so doof. Das Gebäude hatten wir auch. Hängen wir noch mal kurz hinten dran. Mal kurz was abholen sollte nicht das Problem sein. Ich werde auch was kurz zum Abholen. Auch gleiche Richtung, ähnliche Distanz, das wäre ganz nett. 200 Meter auf jeden Fall. Ja. Das Gebäude daneben. Gut, dann machen wir jetzt noch schnell voraussichtlich zwei Quests. Wir sind ja davon abhängig, dass beide die Quests auch starten können. Wir haben ja mittlerweile festgestellt, dass das ein bisschen Glücksspiel ist, ob das klappt. Das ist schon echt erbärmlich, Alter. Ja. Das Schöne an diesen ganzen Steintools ist ja eigentlich, dass sie sich so billig reparieren lassen, ne? Ja. Achso, eigentlich? Für die Steinschaufel, ich muss sagen, wenn man da noch so ein bisschen das Schaufeln weiterlevelt, ich bin damit eigentlich echt zufrieden. Die ist gut. Weil hier, links, da ist links das Gebäude mit dem Kristall drin. Oh, warte. Der Striker sagte mir, es gibt ein Gebäude, wo ein Kristall drin ist. Wo? Hier gerade das Ding hier? Guck doch mal, wo ich hingucke, ey. Ach! Witzig. Okay. Typ, ich hab eigentlich keinen Bock auf dich. Aber wenn du so freundlich fragst. Wow. Beste Pistole von Welt. Okay. Ich habe noch 65 Steinpfeile. Könnte mal wieder neue gebrauchen. Ja, vielleicht können wir ja bald mal auf Eisenpfeile wechseln, wenn wir jetzt mal endlich mal was Anständiges finden würden. Ich hab zwar noch 23 Eisenpfeile, aber die habe ich so in Reserve, ey. Warte, bin da nicht da. Ich sehe mein Ausrufezeichen, ich bin zufrieden. Ach Gott, das Gebäude schon wieder. So. Hab meins, wir können gehen. Schön. Ich muss wieder nach hinten. Wie müsst ihr noch 5000 Zombies sein, so wie sich das anhört? Ja, hinter dir. Ah, hi! Lady. Oh, du bringst mich jetzt nicht um, oder? Alter! Wow, Goldrutentee. Wir können gehen. Okay, Quest wechseln. Gab es einen besonderen Endloot in den Gebäuden? Nicht, dass ich wüsste. Oh, Bücherregal nehme ich nochmal mit. Wow, Rezepte. Ach ja, das war ja das hier hochklettern. Die Gratiskerze. Da, stopp! Das ist wichtig, ne? Ja?
Ich bin schon wieder infiziert. Wow. Aber ich glaube, wir haben noch Honig zu Hause. Das ist nicht das Problem. Habe ich vielleicht noch welchen dabei? Nö. Oh, natürlich. Den darf ich natürlich nicht mehr steaken. Ist okay. Demolisher! Ja. Mach ich. Lootpack und ein Kaffee. Oh, den Kaffee kann ich sogar direkt gut gebrauchen. Oh, ich kann helfen. Ist das bei denen auch so, dass die mit ihren Hälsen so komisch sind? Ja, Kuchen? Ja. Wenn du einen Kopftreffer machst, ziehen die ihre Köpfe. Da ist ein Gigabuch drin, falls du es noch nicht hast. Kürbis. Oh, nice. Wolfs. Schön. Kann ich jetzt gegen Bären und Wölfe, so. So, einmal zum Nachbargebäude. Mach ich. Gucken wir mal, ob ich das Gebäude machen kann. Ich hoffe doch. Jetzt sind wir an der Stelle zwei Quests. Das. Also, ich sehe keins. Ich glaube, die Gebiete sind kaputt. Also, ja, von den Gebäuden. Kann gut sein. Das ist ja genau das, wo ich vorhin auch schon mal das gleiche Problem hatte. Deswegen, gut. Ja. Dann wird wohl abgegeben. Habe ich kein Problem. Und dann machen wir Feierabend. Okay. Also mit der Folge. Wir sind schon bei 37 Minuten schon wieder. Ja. Also, spricht doch auch nichts dagegen. Och Mann, Alter. Ist was auch, da? Einfach nur ein Hase wieder, der weggelaufen ist. Das ist auch so ein Punkt, der mich so stört. Dass dieser Jägerskill wegfällt. Hier tierische Fußspuren und den ganzen Kram. Den habe ich aber, glaube ich, gesehen gehabt hier. Den kriegst du natürlich, sobald du deine Klasse hast, glaube ich. Ich denke, dann habe ich den übersehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den gesehen hatte. Jetzt gerade, wo du saß, ich finde ihn jetzt gerade nicht wieder. Ja, kannst du auch einfach mit einem anderen Skill verwechselt haben. Passiert ja. Kann ja mal passieren. Mit dem. Dein Superskill am Ende ist ja richtig geil. Heftig. Barbrawler. Ja, Barbrawler 4. Glaub, ich hab ihn, aber ich guck gerne mal nach. Hab ich schon tatsächlich. Gut, dann. Ja. Nenn ich den mal. So, Jen, darf ich jetzt mit dir handeln? Wahrscheinlich nicht. Also, ich kann immer noch nicht mit dir handeln. Here's your pay for a job well done. Ja, 100% Bonus-EP fürs Speer. Ach komm, nehmen wir. Oder Pipebomb? Ach komm, nehmen wir mal Sprengstoff. Süden, Südosten, Fetch habe ich nochmal im Osten. You need some work? I need Hamas, oh, ja, theoretisch. Ja, wenn wir jetzt nochmal extrem Überlänge machen. Ich würde gerne dieses Klasse Tier 1 fertig haben. Ich habe mal kurz geteilt. Es sind nur 200 Meter zu laufen.
Kannst du dich nicht sogar mal Fahrrad machen? Ja, du musst ja nicht mitkommen, je nachdem, das ist... Gas Monkey schalten, wie war der denn? Ich gucke in der Zeit für Gas Monkey nach. Grease Monkey, sorry. Ranch Level 50. Alter. Gut, ist wahrscheinlich kein Problem, sobald man erstmal eine Ranch hat, aber... Definitiv. Also, sobald die erste Ranch da ist, glaube ich auch, dass... Sehe ich irgendwie, wie viele Quests... Konnte ich das nicht irgendwo mal sehen? In Darkness Walls hatten wir die Supply-Statistik, aber wie viele Punkte? Aber ich glaube, hier gibt es die nicht. Ja, ich glaube auch... Ja gut, was sagt mein Questlog? 1, 2, 3, 4, 5, ja, 6 Stück. Wow. Gut, das Gebäude dazwischen. Ja, toll. Hättest du es ja auch gleich mitgeben können, mal ganz ehrlich. Die Quest hätte ich mitnehmen können für Kill-Zombies. Ich weiß nicht, wie oft waren wir jetzt in dem Laden schon? Schon zweimal jetzt, ne? Keine Ahnung. So oft. Jedes Mal will ich hier reinschleichen und du rennst voll Karacho rein wie Rambo. Ja, ist halt irgendwie so. Mit dem Vorschlag kann man irgendwie das Ziel, der dazu gehört. Viel Spaß mit dem Grünen, der leuchtet. Ich hab auch eben schon einen Grün weggemacht. Das ist halt der zweite. Ist da noch ein Grüner gekommen? Ist das Gebäude gerade verseucht mit Grünen? Ja, ist es! Wow. Ich glaube, ich hätte dann gleich rein, hol meine Sachen und hau wieder ab. Hilfe-Kit, wo ich am Bluten war. So, ich habe gebrochenen Arm. Jetzt wäre was für eine Schiene. Natürlich habe ich jetzt gerade keine dabei. So, ich habe bei mir alles tot. Ich habe hier noch einen Grün. Bin gleich bei dir. Hier ist ihn gerade wieder. Mein Gott. So, ich hätte gern irgendwo einen Splint. Spiel, gib mir einen. Was ist da Aloe Creme? Ist da auch ganz nett, aber brauche ich nicht. Aloe Creme. Honig. Oh ja, ich bin bei 4,7. Das wär noch vorausreichend. Woo! Danke. Kein Ding. Sehr schön. Blind? Nein. Heroide. Nein. Das kann ich mir, glaube ich, selber machen. Relativ entspannt. Brauchst Duct Tape für. Ach so. Ja, das habe ich nicht. Und das haben wir auch nicht so rar auf Menge, dass ich sagen könnte, ja, mach doch einfach. Oh, noch ein Honig, sehr schön. Harzblind! Wuhu! Alles easy. Schmerzmittel wären noch hilfreich. Hast du zufällig welche gefunden? Ich habe die Gehirnerschütterung. Nee, die habe ich aber vorhin schon, habe ich vorhin abgegeben. Schon. Ist okay, mit der Gehirnerschütterung komme ich auch besser zurecht als mit dem gebrochenen Arm. Ja, eine Gehirnverschüttung ist ja nicht so schlimm. Oh, das Ding ist unten. Da kannst du hier oben ein bisschen. Ich hab meine Tasche. Und ich geh kurz runter und hol meine Tasche. Mich eiskalt dran vorbeigelaufen. Da, in dem Raum. Da, hä? Ah.
Also die, das Gebäude ist mit Grün verseucht, eindeutig. Dafür ist unsere Game Stage jetzt mittlerweile zu hoch. Puh. Und das ohne eine gemeisterte Klasse, das ist nicht schön. Wow. Gut. Eine Pipe Barton Stufe 5. Ball Brawler Volume 2. Ja, guck dir mal an, ob du es gebrauchen kannst. Und wie ich das gebrauchen kann. Und das Ding ist, glaube ich, besser als mein Knüppel, aber. Oder? Nee. Puh. Okay, wir geben jetzt. Jetzt machen wir die letzte Questabgabe und dann definitiv Feierabend mit der Folge. So. Nach noch drei weiteren Folgen. Ja, aber ich befürchte, wir brauchen 10 Stufe 1 Quests erledigt, bevor das losgeht. Glaube ich auch. Ach, ich sollte nicht so viel sprinten. Verdammt! Wieso? Ah! Ich habe mein gebrochenes Bein geschient. Ich kann mir aber vorstellen, dass ich die Dauer jetzt schon wieder mehr als verdoppelt habe durch den Mist. Irgendein motorisiertes Fahrzeug wäre gut. Grace Monkey, was war das? Achso, das war beim Ranchen. So. Bauen wir in der Zeit noch ein bisschen Eisen ab. Das ist cool von dir. Cool, cool. Wir müssen uns mal sagen, mit Grundressourcen, glaube ich, haben wir hier in dieser Mod echt überhaupt gar keine Probleme. Vor allem bei diesen Kristallen, wenn wir ja auch mit Messing zugebombt irgendwie. Für Munition, die Sache ist, wir kriegen in dieser Mod kaum Fortschritte, was unsere Crafting-Möglichkeiten angeht. Aber ich schätze mal, sobald wir so eine Werkbank oder so haben, wir können Munition schwimmen. So vom Gefühl her, obwohl Kohle. Du musst wahrscheinlich auch in Munition schwimmen. Ja, ergibt irgendwie Sinn eigentlich. Und wir sind jetzt hier gerade in dem kleinsten Biom. Entsprechend ist ja hier den Loot, den man aus den Kristallen kriegt, wahrscheinlich das kleinstmögliche. Heißt, in späteren Biomen könnte das nochmal richtig geil werden, aber man muss halt. Was macht der denn da? Ich hab noch 3 Schuss in meiner Pistole. Ah, du machst das schon. Meine Pistole ist schon auf Stufe 4. Oh. Ups. Ich finde es ja auch cool, dass ich, also hier habe ich das Gefühl, habe ich mehr Freiheit, was das Essen angeht, was das Tierfett angeht. You've gained 5 Reputation, habe ich gerade angezeigt bekommen. Yep. Good job. Pistol oder Molotov? Also Pistol EP oder Molotov? Well, that didn't take long. Die Pistol-EP kann man besser verkaufen. Kann immer noch nicht mit ihr handeln. So, die Zombies, aber das machen wir jetzt nicht mehr. Entsprechend, wir sind zwar jetzt irgendwie relativ gut vorangekommen, aber irgendwie auch wiederum nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich einstufen soll und dann passt das schon. Wir wollten ja irgendwie noch ein Dingens bauen, den Graben weiter ausheben und den ganzen Graben. Ja. Wäre wahrscheinlich die Nacht wieder tun. Ich sag auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen. So einen verzweifelten Blutmond hattet ihr, glaube ich, noch nie gesehen. Ich habe, glaube ich, auch so einen schlimmen Blutmond noch nie erlebt. Zumindest habe ich meistens etwas länger überlebt als so. Ja, Frage, was denn? Doch, zum Blutmond. Hast du das ganze Holz im Inventar? Ja, das kann sehr gut sein, ja. Irgendwie so habe ich 8000 Holz im Inventar. Alter. Ich war noch nicht wieder zu Hause, um irgendwas wegzusortieren. Entschuldigung. So, jetzt habe ich es aber wegsortiert. Danke. Oh, meine Gehirnerschütterung schlägt zu. Hast du auch Eisen im Inventar? Ja. Weil das, Alter.
Kannst du mal bitte aufhören, alles immer komplett mitzunehmen? Normalerweise tue ich das eigentlich auch nicht. Ich bin halt selber ein bisschen schockiert von meinem schrecklichen Verhalten. Die Bundles öffnen oder zulassen und so stapeln? Ja, ich glaube, wir können sie einfach zulassen erstmal. Pack sie links in die Kiste. Wir haben ja die letzten auch immer alle aufgemacht und wie gesagt, so von den Grundressourcen geht's uns hier, glaube ich, echt gut. Ja. Wenn ich sagen würde, die packen wir nochmal separiert irgendwie. Wanderhorde. Oh nein, nein. Auch wieder eine grüne. Ich würde einfach mal sagen, wir beenden. Machen auch das Spiel, weil dann ist sie weg. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir wollten eh noch die Zeit umstellen. Genau, wenn es gefallen hat, super gerne eine Bewertung da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.